Bericht vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 142 Ländern. Unter Wettbewerbsfähigkeit verstehen wir die Fähigkeit eines Landes mittelfristig zu wachsen. Und diese hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Produktivität eines Landes entwickelt. Insofern schauen wir uns genauer an, welches die Faktoren sind, die Produktivität in einem Land antreiben. Dieses Jahr sehen wir, dass die Schweiz, Singapur und Schweden die Top 3 Plätze belegen. Die drei Länder, die mit S anfangen, die gleichzeitig für Stabilität und für solide Institutionen stehen. Wir sehen auch, dass die USA von dem 4. auf den 5. Platz rutschen. Das ist eine Entwicklung, die wir seit 3 Jahren schon beobachtet haben. Und die Schwierigkeiten der USA, die sie in der letzten Zeit zu bewältigen hatte, auch noch weiter unterstreicht. Wir haben auch dieses Jahr gesehen, dass China sich weiterhin um einen Platz verbessert, während die anderen sogenannten BRIC-Staaten in dem Ranking zurückfallen. Insbesondere Russland fällt auf den 66. Platz zurück. Der Index hat sich natürlich über die Jahre weiterentwickelt, um immer die letzten Entwicklungen in Betracht zu ziehen. Dieses Jahr haben wir uns insbesondere auf das Konzept der Nachhaltigkeit beschränkt, mit Wettbewerbsfähigkeit in Beziehung zu setzen. Und Faktoren wie zum Beispiel Umweltschutz oder soziale Faktoren in den Index mit einzubeziehen, um eine langfristigere Sicht auf die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.